Na, für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir debattieren heute über die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin, über die Ergebnisse des letzten Europäischen Rates und über das, was beim G20 auf uns zukommt. Wenn man sich die Ergebnisse des Rates anschaut und wenn man sich anschaut, was auf dem G20 zur Debatte steht, glaube ich, kann man von zwei großen Themen reden. Da ist einmal das Thema Sicherheit, Bekämpfung von Terror, und da ist zweitens das Thema globale wirtschaftliche Entwicklung. Und die globale wirtschaftliche Entwicklung beinhaltet praktisch wie als Unterpunkte andere wichtige Themen. Wir werden nämlich Fluchtursachen beispielsweise nicht ohne globale wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung lösen können. Und deswegen gehören die Dinge zusammen. Und wenn ich mir die Abschlusserklärung des letzten Europäischen Rates anschaue, wird dort neben dem Thema wirtschaftliche Entwicklung in Europa vor allem auf das Thema Sicherheit großen Wert gelegt. Und zwar Sicherheit, innere Sicherheit und äußere Sicherheit. Da wird darüber gesprochen, dass wir die Sicherung der Außengrenzen in Europa verbessern müssen, um die Freizügigkeit in Europa erhalten zu können. Da wird davon gesprochen, dass wir den Terror bekämpfen müssen. Und jetzt sind wir uns doch in großen Teilen dieses Hauses einig, dass zur Terrorbekämpfung nicht nur die Reden hier an diesem Pult oder Reden in Europa und Reden in der Welt ausreichen, sondern dass man dafür praktisch auch etwas tun muss. Und das heißt, dass wir uns natürlich auch an militärischen gemeinsamen Aktionen und Operationen beteiligen. Und das war im Übrigen eine zentrale Aussage damals von Peter Struck, wo wir die Sicherheit unseres Landes verteidigen, nämlich nicht nur hier in Deutschland, sondern am Hindukusch. Eine solche mutige Aussage habe ich bisher aus Reihen der SPD nicht mehr gehört, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der zweite Punkt: Wenn wir miteinander Soldatinnen und Soldaten in die ganze Welt schicken, damit sie in unserem Auftrag für Sicherheit sorgen und dafür persönliche Risiken eingehen, dann haben wir die verdammte Verpflichtung, alles zu tun, damit dieser Einsatz so gelingt, dass auch die höchstmögliche Sicherheit für unsere Soldatinnen und Soldaten zur Verfügung gestellt wird. Und da kann ich nur sagen, was in dieser Woche geschehen ist, auf Druck der SPD, dass wir im Verteidigungsausschuss die Anschaffung einer bewaffneten Drohne nicht beschlossen haben, ist das glatte Gegenteil von dem, was die höchstmögliche Sicherheit für unsere Soldatinnen und Soldaten bedeutet. Und deswegen sehe ich hier schon ein Thema, will es mal sehr vorsichtig formulieren, Diese Frage geht weit über die Frage einer militärpolitischen Entscheidung hinaus. Es ist eine Frage der Verantwortung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und zweitens, ja, es stimmt, was gefragt worden ist von der Kollegin Lötsch.
Wir haben im Bundeshaushalt und im Kabinett gestern über das 2-Prozent-Ziel und natürlich auch über den Einsatz von Mitteln humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe gesprochen. Aber es kann natürlich nicht argumentiert werden, wir haben eine Protokollerklärung abgegeben, damit dann auch die anderen Mittel steigen. Ich habe nicht gelesen, dass die SPD eine Protokollerklärung abgegeben hat, dass sie das 2-Prozent-Ziel ablehnt. Das wäre auch noch der Hammer. Das wäre auch noch der Hammer. Jetzt sage ich Ihnen mal, warum. Ich nehme ja zur Kenntnis, dass die SPD glaubt, nur noch eine Chance zu haben bei der Bundestagswahl in diesem Jahr, wenn sie sich von allem verabschiedet, was sie einmal selber ins Leben gerufen hat. Also da wird die Agenda 20 rückabgewickelt. Da wird die Rentenreform von Müntefering nicht mehr verteidigt. Und jetzt kommt das 2-Prozent-Ziel. Jetzt will ich Ihnen mal die beiden Zahlen nennen. 2004 hat der damalige Verteidigungsminister Peter Struck im Auftrag der Regierung Schröder das 2-Prozent-Ziel verhandelt. 2014 hat Herr Steinmeier es bestätigt. Da kann man sich nicht so billig hier vom Acker machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kollege Kauder, darf der Kollege Mütze nicht eine Zwischenfrage stellen? Ich halte im Übrigen das 2-Prozent-Ziel. Wissen Sie, jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Sie können den Herrn Kollegen Mützenich nachher ans Rednerpult schicken. Es muss in diesem Hohen Hause auch mal möglich sein, einen Gedanken ohne Unterbrechung zu Ende zu führen. Im Übrigen kann unser Koalitionspartner SPD mir die Fragen ja auch bilateral stellen. Da brauchen wir uns hier nicht im Plenum. Aber ich sage noch einmal, Sie scheinen ja sehr verunsichert zu sein. Aber ich sage noch einmal, wir halten an dem 2-Prozent-Ziel fest, weil es auch in Europa vereinbart wurde. Man kann sich nicht hier herstellen und die Europapolitik von Helmut Kohl verteidigen und dann Vereinbarungen in Europa hier so zu kritisieren. Das ist nicht fair, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber wende ich mich noch einmal den Themen zu, die beim Gipfel eine Rolle spielen und die auch in Europa eine Rolle gespielt haben. Da ist ein zentrales Thema die wirtschaftliche Entwicklung. Und wirtschaftliche Entwicklung hängt ganz entscheidend auch ab von entsprechender Bildung. Und da haben wir in der ganzen Welt Herausforderungen. Und es hängt davon ab, dass wir auch bereit sind, in neue Produkte, in neue wirtschaftliche Aktivitäten zu investieren. Und da sehe ich ganz ausgezeichnete Signale, beispielsweise auch in der Zusammenarbeit mit Frankreich. Wir hatten gestern in einem Kongress der Unionsfraktion Andreas von Bechtolsheim zu Gast, einer der großen Unternehmer und Akteure in Silicon Valley. Und der hat uns gezeigt, dass Europa, Deutschland und Europa in der digitalen Entwicklung und nicht nur was die Hardware anlangt, sondern auch in der Entwicklung neuer digitaler Produkte nicht auf dem Niveau sind, wie wir in der Produktion sind. Und er hat dann diesen nicht gerade ermutigenden Befund mit dem Satz begonnen: Es ist aber überhaupt nicht zu spät, weil die Entwicklungen gehen sehr schnell. Und er sagt, Sie müssen jetzt mutig an das Thema rangehen. Es liegen genau in diesen digitalen Prozessen liegen die großen Wachstumschancen,
weil nämlich mit einem relativ geringen Aufwand sehr viele Menschen auf einmal bedient werden können. Das war seine Aussage. Und er hat uns auch die Frage gestellt, was können solche Entwicklungen sein? Und er hat darauf hingewiesen, dass wir gerade in Deutschland mit unserer starken Produktion, produktionsnahe Dienstleistungen schneller, besser in den digitalen Bereich hineinbringen können. Aber er hat auch darauf hingewiesen, dass es eine große Chance wäre, das ganze Thema der künstlichen Intelligenz näher anzuschauen und schnell zu nutzen. Und da, Frau Bundeskanzlerin, höre ich ja, dass Sie in der Zusammenarbeit mit Frankreich genau auf dieses Thema setzen. Und da kann vielleicht eine gemeinsame Aktion entstehen. Und das ist der Unterschied. Nicht Zeigefinger machen wir, sondern konkrete Angebote an unseren Nachbarpartner und Freund Frankreich voranzukommen. Und da sind wir die Einzigen, die solche konkreten Projekte vorlegen. Es wird nur gehen, wenn wir mit Frankreich gemeinsame Projekte machen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hatten gestern auch einen Business-Dialog mit Indien. Und dort ist uns auch noch einmal deutlich geworden, wir haben dort hochentwickelte Regionen um Bangalore, Spezialisten. Aber im Grunde sind in diesem großen Subkontinent mit 1,3 Milliarden Menschen Minimum keine 10% richtig ausgebildet. Und ohne eine qualifizierte Ausbildung wird man das in Indien notwendige Wachstum nicht schaffen. Jetzt machen wir aber auch nicht dort erhobenen Zeigefinger, sondern sagen, wo wir was Besonderes leisten können, bieten wir dies auch an. Und deswegen ist die Zusammenarbeit, die mit Indien vereinbart worden ist beim letzten Regierungstreffen in der Infrastruktur, beispielsweise Eisenbahn, ein so zentrales Thema. Die Inder wissen, dass sie eine wirtschaftliche Wachstumsphase nur machen können in diesem großen Subkontinent, wenn die Verbindungen in diesem Land stimmen. Und da sieht man, es gehört natürlich die reale Welt und die digitale zusammen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Fluchtursachen zu bekämpfen und deswegen richtig auch das Thema Afrika und Afrika endlich einmal wegzunehmen aus der Sicht, Entwicklungskontinent, sondern eine neue Perspektive zu schaffen, das, finde ich, ist unserem Minister Müller in hervorragender Weise gelungen. Mit dem Begriff, mit dem Hoffnungsbegriff, einen Marshallplan für Afrika, hat er diesen Kontinent sowas von elektrisiert wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und im Übrigen, jetzt muss ich meinen Zettel rausholen, um die Zahlen richtig zu bringen. Die Steigerung der Mittel im BMZ von 2014 auf 2018 38%. Also wer da behauptet, da sei nichts gegangen, der muss taub und blind gleichzeitig sein. Die Steigerungen im BMZ und Auswärtigen Amt 2014 auf 2018 42%. Jetzt kann man natürlich sagen, es könnte natürlich auch mehr sein. Aber wir sollten doch stolz darauf sein, dass dies in diesem Zeitraum auch gelungen ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, so etwas zu tun. Und Fluchtursachen zu bekämpfen, hat natürlich etwas mit wirtschaftlicher Entwicklung, mit Bildung zu tun. Es hat aber auch damit zu tun, Bekämpfung des Terrors. Wenn ich an die Situation denke, beispielsweise in Nigeria, was dort an Terror geschieht und Flucht bedeutet. Oder heute Nachmittag haben wir einen großen Kongress über das Thema Vergewaltigung als strategische Kriegswaffe. Da werden uns Jesidinnen, Frauen aus dem Irak und anderen Regionen der Welt berichten, dass sie vertrieben werden durch genau solche brutalen Terrortaten. Und deswegen heißt Bekämpfung des Terrors einsetzen für Religionsfreiheit und Menschenrechte ist ganz zentral wichtig.
Und Herr Kollege Bartsch, ja, darüber müssen wir reden. Aber es ist schon eine besondere Form der politischen Wirklichkeit, wenn Sie sich hier herstellen und über eine ganze Reihe von Menschenrechtsverletzungen sprechen, aber sich nicht trauen, die Wahrheit zu sagen, dass Russland da in vorderer Front dazugehört. Wir können nur, wenn wir insgesamt fair damit umgehen. Zusammenfassend sage ich, diese Bundesregierung, Angela Merkel als Bundeskanzlerin, hat in den 12 Jahren gewaltige Schritte gemacht. Und man kann Erfolg haben, Herr Kollege Hofreiter, immer nur, wenn die anderen auch mitmachen. Nur wenn die anderen auch mitmachen. Und mitmachen bedeutet, sie zu gewinnen und nicht da hier rumzureden, das muss passieren. Und beim Gewinnen hat die Bundeskanzlerin doch wirklich unglaubliche Erfolge zu erzielen gehabt. Das muss man doch auch mal sagen. Und der letzte Hinweis. Und da ist auch viel gelungen. Ja, Sie haben ja recht, dass wir beim Klimaschutz vorankommen müssen. Aber nun kann die Bundeskanzlerin wirklich nichts dafür, dass der Trump das Klimaabkommen aufkündigt. Also da muss ich schon mal sagen, lassen Sie doch jetzt mal die Kirche im Dorf. Und im Übrigen gilt eins, Herr Hofreiter, Augenblick, da übrigens gilt eines. Wir müssen natürlich wirtschaftliche Entwicklung und Klimaschutz schon als gemeinsames Ziel, vielleicht als die beiden Seiten einer Medaille betrachten. Und wie man sich da bei diesem Thema verrennen kann, das können Sie sich mal in dem Video vom Herrn Kretschmann anschauen, der das über das Thema spricht, wie man mit Diesel, Klimaschutz und wirtschaftlicher Entwicklung umgeht. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, also, wir haben große Herausforderungen, aber wir dürfen uns auch sagen, wir haben in vielen Punkten richtige Akzente gesetzt. Ja, und es gibt noch Aufgaben. Aber ich kann nur sagen, ja, es gibt Aufgaben. Aber ich sehe niemanden, wirklich niemanden, der diese Aufgabe so gut bewältigen könnte wie Angela Merkel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und in dieser Aussage will ich mich nicht übertreffen lassen vom Frontmann der Toten Hosen, nämlich von Campino, der genau diesen Satz gesagt hat. Wer kann es besser als Angela Merkel? Bernd Westphal erhält nun das Wort für die SPD-Fraktion.